So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Besserwisser. Vielleicht kennt ihr da ja noch die alte Edition von, ich glaube, die waren so im Rotton, ich bin leider absolut rot-grün-blind und wollte jetzt vielleicht einfach nur wissen, was ist denn jetzt neu? Gibt es irgendwelche neue Mechanismen? Nein, es ist einfach exakt das gleiche Spiel. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Fragen. Und auch da sind die Kategorien im Wesentlichen die gleichen geblieben. Es gibt einfach nur aktuelle Fragen. Ich habe mal geguckt, gerade meine Rezension zu dem alten Spiel ist 12 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob da irgendwann zwischendurch mal die Fragen aufgefrischt wurden. Es gab mal ein Update-Paket, wo einfach nur ein paar neue Fragen drin waren. Aber wenn man sich jetzt einfach ein Besserwisser kaufen möchte, kauft man einfach die blaue. Die andere wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr in den Läden geben und hat dann immer Fragen, die eben aktuell und zeitgemäß sind. Denn das ist natürlich immer ein Problem bei quasi jedem Quizspiel. Fragen altern halt, Dinge, die man vor 10, 12 Jahren wusste und die da so Allgemeinwissen waren, die einfach immer sehr präsent waren, die hat man jetzt vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm. Vielleicht wisst ihr aber auch gar nicht, Besserwisser, was ist denn das? Deswegen möchte ich euch das Spiel jetzt einmal kurz vorstellen. Es ist laut Packungsangabe für 2 oder mehr Spieler ab 15 Jahren. Man braucht ein gewisses Allgemeinwissen dafür und es enthält 3000 Fragen. Diese Fragen sind aufgeteilt in 20 verschiedene Kategorien. Den Spielplan, den legt man hier einfach so in die Spielschachtel. Der Rand wird dann hier quasi als C-Leiste benutzt. Jedes Team hat 2 Besserwissersteine und einen Swapstein. Dann gibt es hier einen Beutel, wo wir eben diese 20 verschiedenen Kategorien wiederfinden. Und jedes Team zieht dann einfach zu Rundenbeginn immer 4 Steine aus diesem Beutel. Das sind halt nur 4 von den 20 Kategorien, die es gibt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Natur, Geschichte, Naturwissenschaft und Gesellschaft gezogen. Das ist ganz gut für mich, weil das allgemein Themen sind, in denen ich mich auskenne. Und ich kann mich jetzt selbst entscheiden, was ich gerne wohin legen wollen würde. Wenn ich jetzt vielleicht zum Beispiel auch Literatur statt Gesellschaft gezogen hätte, dann weiß ich schon mal, okay, Literatur ist jetzt überhaupt nicht mein Fachgebiet und da kann es sein, dass ich eine Frage bekomme, die ich beantworten kann, vielleicht auch nicht. Also würde ich sagen, ne, Literatur lege ich auf die 1, wenn ich die Frage dann weiß, gehe ich einen Schritt vor, ich muss hier halt einmal um diese Leiste rumkommen, um zu gewinnen. Wenn ich sie nicht beantworte, verliere ich auch quasi nur einen Punkt, den ich nicht gegangen bin. Und dementsprechend kann ich sagen, okay, Natur lege ich mal auf die 4, ich denke, da kenne ich mich ganz gut aus, Naturwissenschaft auf die 3 und Geschichte auch auf die 2, wobei ich sagen würde, ich weiß da überall ungefähr gleich gut Bescheid. Und das ist eben die große Stärke an diesem Spiel. Ich kann eben in jeder Runde meine eigenen Schwerpunkte setzen und gucken, ne, das hier kann ich gut, das kann ich nicht so gut, vielleicht wenn jemand eher in Sport bewandert ist, kann der halt Sport auf die 4 legen. Bei Technik sagt man vielleicht, weiß ich gar nichts von, das kommt dann auf die 1 und das ist das, was dieses Spiel eben so charmant macht. Das würde Dave jetzt eben auch machen, würde einfach hier dann die anderen Steine ziehen, davon eben auch 4 Stück. Er hat Sprache, Essen und Trinken, Technik und Spiel und Brauchtum und Glaube. Er würde wahrscheinlich Technik und Spiel auf die 4 legen, Sprache vielleicht auf die 2, na, vielleicht eher auf die 3, Essen und Trinken auf die 1 und Brauchtum und Glaube auf die 2 dann. Und dann würde auch schon das Spiel losgehen. Man einigt sich einfach, wer Startspieler wird. Und dann wird halt so eine Karte hier genommen. Und wenn Dave jetzt anfangen würde, würde ich ihm halt die Essen- und Trinken-Frage stellen. Hier auf der Karte ist die jetzt nicht irgendwie groß nach Schwierigkeit sortiert. Das ist ja eben auch der Trick bei diesem Spiel, dass man selbst eben sagt, das kann ich gut, da will ich dann viele Punkte für haben. Und das hier kann ich vielleicht weniger gut. Ne? Da gehe ich eher davon aus, dass ich es nicht weiß. Und jetzt würde ich ihm halt die Frage vorlesen, würde halt nach dem Symbol suchen. Und hier, aus welchem Land stammt der Feta Käse. Und da würde Dave jetzt vielleicht einfach mal sagen, spontan Griechenland. Dann würde ich auf die Rückseite gucken, aus Griechenland stimmt. Und dann würde er einfach einen Schritt vorgehen. Und ja, dann wäre ich dran. Die Fragen kann man hier eben auch immer schön hinten reinstecken. Er wird hier diesen Marker umdrehen. Jetzt kriege ich halt eine Literaturfrage. Wie heißt der Comicheld Batman mit bürgerlichen Namen? Das ist natürlich jetzt ein Jackpot, das weiß ich zufällig. Bei anderen irgendwelchen Romanfragen oder so habe ich vielleicht keine Ahnung, weil ich mich halt in der Welt der Bücher gar nicht so gut auskenne. Da würde ich jetzt einfach sagen Bruce Wayne, dann würden wir gucken und aha, Bruce Wayne ist richtig. Ich würde also auch einen Punkt vorgehen. Dann würde ich eben auch diesen Stein umdrehen, würde die Karte hier wieder hinten reinstecken und jetzt würde ich Dave eben nach Brauchtum und Glaube fragen. Und ich denke vielleicht, Dave kennt sich da gar nicht so gut aus und jetzt kann ich, bevor überhaupt die Frage gestellt wird, sagen, ich möchte gerne diesen Besserwisserstein hier werfen, legt ihn dann hin bei mehreren Spielern, der den zu mehreren Teams, ne, man kann es eben auch in Teams mit beliebiger Größe spielen, dasjenige Team oder der Spieler, der den Besserwisserstein zuerst wirft, der bekommt dann halt die Chance. Das heißt, jetzt kann ich Dave ihm die Frage stellen, da die Antwort auf der Rückseite steht, kann ich das auch im Spiel zu zweit problemlos machen, würde ich halt wieder das Symbol suchen. In welcher Stadt findet jedes Jahr der Japan-Tag statt, das größte deutsch-japanische Begegnungsfest? Und Dave hat jetzt vielleicht gar keinen Plan und sagt Berlin
Und ich denke mir dann so, ich glaube vielleicht in Düsseldorf, also er darf immer zuerst antworten, auch wenn ich einen Besserwisserstein geworfen habe, dann drehen wir das Ganze um und es ist Düsseldorf. Weiß ich auch nur, weil ich zufällig mal beruflich da war, als dieses Fest gerade war. Aber jetzt hat Dave die Frage nicht beantwortet, er verliert keine Punkte dafür. Ich darf jetzt 1, 2, 3 Felder vorgehen, weil ich diesen Besserwisserstein geworfen habe, bevor die Frage überhaupt gestellt wurde. Hätte ich jetzt abgewartet, ne? Frage wird gestellt und dann sage ich, ich glaube, Dave weiß es nicht, ich werfe mal den Stein, dann habe ich ja schon mehr Infos gehabt, kann das besser einschätzen, dann hätte ich jetzt nur ein Feld vorgehen können. Ne? Und wenn Dave die Frage richtig beantwortet, dann bekomme ich dafür gar keine Punkte. Sollte ich die Frage falsch beantworten, ne, hätte ich jetzt irgendwie vielleicht gesagt Köln, weil ich dachte, der ist vielleicht in Köln, dann würde ich sogar einen Schritt wieder zurückgehen, wobei auch das entfällt. Wenn Dave die Frage richtig beantwortet, dann habe ich im Prinzip damit gar nichts mehr zu tun. Aber ne, wenn jemand besser bis der Stein wirft, davon hat man nur 2 Stück pro Runde, dann wird erst quasi die Frage komplett vorgelesen, dann kann Dave halt antworten, dann kann ich antworten, dann wird geguckt, hat Dave recht, dann geht er halt die entsprechenden Schritte vor, hat er Unrecht, wird geguckt, habe ich die Frage richtig beantwortet, dann kriege ich dafür 3 Punkte, wenn ich den Stein vor der Frage geworfen habe und einen Stein, wenn ich ihn nach der Frage geworfen habe und wenn ich sie falsch beantworte, gehe ich einen Schritt zurück. Das sind schon die mit Abstand kompliziertesten Regeln im ganzen Spiel und die sind hier in der Anleitung auf der Rückseite, hier in dem Abschnitt gut erklärt, da kommt man also problemlos rein. Und na, jetzt habe ich das eben beantwortet, das heißt ich 1, 2, 3 wäre ich vorgegangen. Dann dürfte Dave das hier wieder umdrehen und ich würde dann eben die nächste Frage gestellt bekommen zum Thema Geschichte. Da wäre jetzt die Frage, welcher ehemalige ägyptische Außenminister war von 1992 bis 1996 UN-Generalsekretär? Keine Ahnung, Boutros-Ghali würde ich vielleicht sagen. Und das ist auch tatsächlich richtig. Ne? Da war ich halt gerade irgendwie jung, habe auch angefangen, mich so für Nachrichten zu interessieren. Da war das so ein Name, den hat man häufiger gehört. Da das jetzt eben bei mir auf der 2 lag, dürfte ich jetzt 1, 2 Schritte vorgehen. Die Karte würde wieder hinterkommen. Dave denkt sich jetzt, okay, ne, er ist jetzt dann mit Sprache dran. Und in Sprache, ihr habt ja schon mal Minions reden gehört, da kennt er sich jetzt gar nicht so gut aus. Er hat ja noch diesen Swapstein hier, den würde er jetzt gerne benutzen. Den kann er immer nur dann benutzen, wenn er selbst dran ist. Sagt hier, den lege ich mal in die Mitte, wird auch umgedreht. Und bei Natur kennt er sich vielleicht ganz gut aus. Das heißt, er kann jetzt hier 2 Steine tauschen. Einen von sich und einen von einem Mitspieler. Da darf er nur Steine, also Kategoriesteine nehmen, die noch nicht umgedreht sind. Also wenn er jetzt sagt, ne, hier Literatur, kennt er sich richtig gut aus, das ist leider schon raus. Wenn hier mehr Spieler mitspielen, kann man sich halt aussuchen, wo man den Stein wegnehmen möchte. Und natürlich kann man dann auch irgendwas, was man bei sich selbst auf die 1 gelegt hat, ich zum Beispiel Design und Mode, da kenne ich mich halt gar nicht aus. Und wenn dann ein anderer Mitspieler vielleicht Film auf die 4 gelegt hat, dann sage ich halt, okay, ich nehme mal dein Film 4, leg das bei mir auf die 1 und du kriegst dafür Design und Mode auf die 4. Das heißt, wenn die Frage dann nicht beantworten kann, dann kriegt er eben auch die 4 Schritte dafür nicht. Ganz schön gemein, aber so kann man das auch ein bisschen taktisch spielen. Apropos taktisch, man darf sowohl auch noch innerhalb der eigenen Kategorien swappen, als auch einfach bei 2 verschiedenen Mitspielern. Das heißt, wenn da jemand wirklich führt, weil der viel weiß, dann können sich die anderen Spieler quasi gegen diesen Spieler verbünden und dem halt Kategorien zuschustern, wo sie denken, okay, der wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn der dann eben wirklich führt, wird der dadurch ein bisschen ausgebremst und wenn natürlich ein anderer Spieler die Führung übernimmt, dann kann man auch versuchen, gegen den irgendwie Allianzen zu schaffen. Und auch, wenn man hier hinten auf dieser Zielgeraden ist, also da, wo diese Pfeile drauf abgebildet sind. Wenn ein Spieler da ist, ne, und Dave würde jetzt seinen Besserwisserstein werfen, vielleicht vor der Frage, er würde diese Frage richtig beantworten, dann könnte er jetzt 3 Schritte nach vorne gehen, hilft ihm aber vielleicht gar nichts, auch wenn man es jetzt mit mehr Spielern spielt, können die sich auch wieder verbünden und sagen, okay, statt selbst vorzugehen, werde ich dann halt 3 Schritte nach hinten bewegt. Und wenn wir jetzt noch einen Spieler mehr hätten und der wird das auch wieder machen, hätte auch wieder Erfolg mit seinem Besserwisserstein, könnte er mich auch wieder, in dem Fall nicht mehr 3 Schritte nach hinten bewegen, weil das nur geht, solange man hier auf der Zielgeraden ist. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten, Leute, die führen, die besonders viel wissen, im Vergleich auch zu den anderen Spielern, ein bisschen einzubremsen. Ja, das heißt, ich würde jetzt Dave auch wieder die Naturfrage stellen, war eigentlich meine Kategorie, deswegen bevor ich mir das angucke, werfe ich jetzt mal meinen Besserwisserstein und dann frage ich Dave halt, im 18. Jahrhundert entwickelte Carl von Linné das moderne System zur Benennung von Organismen, aus welchem nordischen Land stammt er? Und da habe ich natürlich absolut keine Ahnung, nordisches Land, ich würde vielleicht mal sagen Norwegen, dann gucke ich mal hinten drauf, aus Schweden, ne? Knapp daneben, ich kriege jetzt irgendwie keine Punkte dafür und Dave hätte hier die Naturwissenschaft
umgedreht. Ich mache das jetzt auch nur einmal kurz durch, so eine Beispielrunde, damit ihr so einen Eindruck von den Fragen gewinnt. Ne? Und dann kriege ich halt die Naturwissenschaftsfrage gestellt und da fragt mich Dave jetzt, in welchem Organ des menschlichen Körpers befindet sich der Thalamus? Da würde ich sagen Gehirn, und im Gehirn ist richtig. Also, da das meine Dreierkategorie ist, ne, ich war ja hier, würde ich jetzt 1, 2, 3 Schritte vorangehen. Und dann wäre das auch die Naturwissenschaft. Jetzt kriegt Dave die Frage, wo er sagt, er wäre da richtig gut drin. Technik und Spiel. Schauen wir mal. Vielleicht werfe ich hier auch nochmal einen Besserwisserstein. Welches weltweit erfolgreiche Brettspieler fand Klaus Teuber im Jahr 1995? Gut, das wird Dave auch wissen. Das war Siedler von Catan. 1, 2, 3, 4. Ist also schon mal wieder ganz dicht dran und seine Technik und Spiel wird umgedreht. Und dann habe ich halt Sprache, da kenne ich mich natürlich richtig gut aus. Und ne, kann man auch eben immer einfach das Symbol suchen hier. Welches Land heißt in einer seiner Amtssprachen Zimru? Da habe ich keine Ahnung, da würde ich, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht eine Insel oder so. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wir gucken mal. Es ist Wales und ja. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst, da hätte ich auch, glaube ich, nicht groß raten können. Würde ich jetzt einfach keine Punkte für bekommen. Dann wäre die Runde zu Ende. Das heißt, wir nehmen hier diese Steine für die Kategorien. Das sind 20 Steine in Beute. Bei 4 Spielern haben wir maximal 16 Steine im Spiel. Dann würde die nächste Runde losgehen. Wir würden unsere Steine alle wieder bekommen, könnten die jetzt in der nächsten Runde wieder einsetzen. Dave würde hier für zuerst 4 Steine aus dem Beute ziehen. Na, hat, okay, vielleicht mischen wir das noch einmal gut durch. Gucken mal, was Dave dann zieht, und zwar hat er jetzt auch wieder Sprache, Film, ne? Okay, wieder Essen und Trinken, also es gibt da schon durchaus einige Kategorien, mal gucken, nochmal Natur, okay, mal schauen, was ich jetzt hier so ziehe, und zwar habe ich Sport ist natürlich super, kenne ich mich gut aus, auch Brauchtum und Glaube, auch Technik und Spiel, und dann haben wir hier noch als weitere Kategorie, Naturwissenschaft hatten wir gerade auch schon, werfe ich mal wieder rein, Geografie. Ne? Ich als Diplom-Geograf habe da natürlich theoretisch Vorteile, da werden aber Sachen abgefragt, die man im Studium nicht wirklich lernt. Und da kann ich jetzt eben auch wieder überlegen, ne? Und Dave natürlich auch, wo kennt man sich aus? Dave sagt halt, ne, Film, er ist natürlich als Filmstar, ist das seine Kategorie, seine große Stärke. Ich sage Sport, Geografie, Brauchtum, Technik und Spiel. Wenn ich Glück habe, da kommt eine Frage, die sich um Brettspiele dreht, natürlich super gut. Brauchtum und Glaube. Und es ist halt so, die Qualität der Fragen schwankt. Also mal hat man eine Multiple-Choice-Frage, mal hat man eine total einfache Frage, mal hat man eine Frage, von der man noch nie gehört hat. Das muss man halt vorher wissen, das ist einfach so. Das ist ja bei vielen Quizspielen so, auch Trivial Pursuit ist ja tatsächlich nicht einfach. Nehmen wir uns vielleicht einfach nochmal so eine Karte hier und gucken uns die Fragen einfach mal an, damit ihr einfach mal so einen Eindruck davon bekommt. Ne, bei Architektur. Auf welchem Platz befindet sich die Kathedrale von Basilius dem Seligen, die im Jahr 1561 fertiggestellt wurde? Läuft bei mir in der Kategorie, keine Ahnung und nie von gehört. Da würde ich einfach irgendwas reinrufen, was gar keinen Sinn macht wahrscheinlich, und vielleicht wäre es irgendwie ein Zufallstreffer. In welchem Land wird das Drachenfest Gudiparan Basi gefeiert, bei dem Drachen steigen gelassen werden? Für dich, Gudiparan klingt für mich nicht so chinesisch, aber Drachenfest, vielleicht ist es das, vielleicht nicht. Auch keine Ahnung, müsste ich einfach irgendwas raten. Dann hier irgendwie bei Kunst, welche Operette von Franz Lehár handelt von der charismatischen Hanna Galalavi und der Jugendliebe Graf Danilo? Auch da keine Ahnung, nicht mein Spezialgebiet. Bei Design und Mode, welches französische Modehaus verbirgt sich hinter der klassischen Saddle-Handtasche? Weiß ich auch nicht. Aus welchem Land stammt Tzatziki? Würde ich sagen Griechenland. In welcher Fernsehserie spielt Kesley Grammer ein Psychiater, der eine eigene Radioshow hat? Bestimmt schon mal gehört. Wüsste ich aber auch nicht, müsste ich raten, kann man auch schon mal gehört haben vielleicht. In welchem Film aus dem Jahre 2012 bestreiten die Jugendlichen Katniss Everdeen und Peter Mellark einen Kampf auf Leben und Tod? Das wäre natürlich Tribute von Panem, müsste ich 5 Sekunden überlegen. Wie heißt eine nahe der Stadt Pottenstein gelegene Tropfsteinhöhle? Da haben wir dann wieder eine Multiple-Choice-Frage. Ne, Teufelshöhle, Drachenhöhle, Bärenhöhle oder Prinzenhöhle? 1-4 Chance, dass man das eben richtig rätselt, dass man gar keinen Plan hat. Welches Gesetz aus dem Jahr 1365 regelte die Wahl und Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser? Ah, das müsste man ja auch mal gehört haben, gerade mit Geschichts-LK. Wenn ich es gleich sehe, werde ich auch sagen, ah, okay. Welcher Tag ist in Deutschland kein bundesweiter Feiertag? 1.1., 1.5., 3.10. oder 1.11.? Da ist die Antwort auch eindeutig 1.11., aber eben auch wieder eine Multiple-Choice-Frage. Wer hat den Roman Gab und wie er die Welt sah geschrieben? Ne, wie schon gesagt, Literatur, überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Auch bei Musik, zeitgenössische Musik kenne ich mich auch eigentlich auch nicht so wirklich aus, sonst irgendwas ist aus meiner Jugend. Dann vielleicht, welcher deutscher Musiker ist vor allem durch seine blonden Haare, seine schwarze Brille
und dem Hit Blaublüte Enzian bekannt. Das Heino? Wie hieß der langjährige Direktor des Frankfurter Zoos, der eine nach ihm benannte 13-bändige Enzyklopädie des Tierreichs verfasst hat? Grimmisch oder so, Grimmig? Wie viel Karat hat reines Gold? Weiß ich nicht, kann man aber durchaus wissen. Welche weibliche republikanische Politikerin wurde im Jahr 2006 zur Gouverneurin des US-Bundesstaates Alaska gewählt? Sarah Palin, wessen rechte Brust enthüllte Justin Timberlake während der Halbzeitshow des Super Bowls im Jahr 2004? Das war hier die Jackson, wie heißt sie, Janet Jackson tatsächlich. Wer gewann das Weitsprungfinale der Weltmeisterschaft 1991 in Tokio mit einem Sprung zum Weltrekord von 8,95? Heike Henkel. Was ist das Gegenteil von Falsifizierung? Würde ich jetzt spontan sagen, Verifizierung, hoffe ich, was mit einem akademischen Hintergrund echt peinlich ist, aber ich glaube schon. Welcher dieser Namen steht nicht für ein Antivirenprogramm? Avast, AWG, Norton oder Reddit? Ist eben auch Reddit. Und in welchem Land befindet sich der Hauptsitz der Nestle-Gruppe? Würde ich sagen Schweiz. Ja, da sind jetzt eben so viele Fragen bei, die man durchaus wissen kann, weil man die schon mal gehört hat. Manche Fragen, na, Literatur, wenn man sich damit einfach auskennt. Aber das macht eben auch den Charme aus. Wenn ich denke, ich bin Literaturcrack, dann nehme ich das eben wirklich auf die 4 und kriege da vielleicht ganz tolle Fragen. Aber ich kann eben auch Pech haben und vielleicht, wenn ich denke, bei Natur kenne ich mich aus, dann kommt da irgendeine Frage, wo man sich auch denkt, wer soll denn sowas nur wissen? Gucken wir hier vielleicht mal auf die Rückseite. Roter Platz in Moskau, das hätte ich wahrscheinlich geraten. Roter Platz oder Himmlischer Frieden, nee, wäre schon wahrscheinlich der Rote Platz gewesen. Afghanistan hatte ich keinen Plan, die lustige Witwe wusste ich nicht, Dior wusste ich nicht, Griechenland wusste ich, in Fraser, das war die Frage, wo der Arzt sich hatte, eine eigene Radioshow, ja, jetzt dämmert das so ganz allmählich, Tribute von Panem wusste ich, Teufelshöhle, hätte ich bestimmt geraten, Goldene Bulle, klar, das hat man auf jeden Fall schon mal gehört, das hat man einfach irgendwie vergessen, 1.11. war klar, John Irving, ja, kann man gehört haben, Heino, klar, Bernhard Grimmick, auch gehört, 24 Karat, na, dämmert auch sowas, Sarah Palin, Janet Jackson, Mike Powell, wusste ich auch nicht, Verifizierung, klar, Reddit und in der Schweiz. Also ich wusste in dem Fall jetzt 10 von 20 Fragen, das ist schon mal eigentlich ein ganz guter Schnitt, aber wie gesagt, die Qualität der Fragen lässt sich bei solchen Spielen halt immer schwer bemessen. Ich finde es halt schwierig, dass da mal Multiple-Choice-Fragen bei sind und mal nicht, weil man spielt hier vielleicht nur irgendwie 3-4 Durchgänge und dann hat irgendwie ein Spieler irgendwie 2-3 Mal so eine Multiple-Choice-Frage einfach aus Zufall bekommen und dann sagt man sich auch, okay, finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Und es wird, glaube ich, in vielen Runden so sein, dass man halt sagt so, okay, du hattest jetzt immer echt Pech mit deinen Fragen, das hätte irgendwie hier keiner gewusst, du hast sie immer gestellt bekommen, während Dave dann immer die total einfachen Fragen gestellt bekommen hat, die irgendwie auch mein 12-jähriger Neffe hätte beantworten können. Und das ist aber bei solchen Quizspielen einfach so. Das ist bei Trivial Pursuit noch deutlich schlimmer. Was eben auch so ein kleines Problem ist, diese Besserwissersteine, wie ist da jetzt wirklich das Timing? Wann genau kann man die werfen? Wann hat man irgendwie eine Chance? Wann darf der Fragensteller das machen? Muss der halt auch irgendwie, natürlich darf er sich eigentlich nicht die Frage angucken. Da muss man eben auch irgendwie so Timeslots machen, Pausen machen. Da sollte man auch irgendwie Regeln für finden. Es gibt die Mechanik, die wird auch in der Regel nicht weiter klargestellt tatsächlich. Das auch hat in manchen Runden auch schon zu Frust gesorgt. Jetzt meinen, wie? Viel zu schnell geworfen. Ich hatte auch gerade noch überlegt, muss man irgendwie eine Chance geben und wieso darf nur einer das Ganze werfen. Bei den Swap-Steinen ist es Gott sei Dank klar, wenn ich halt dran bin, darf ich swappen, wenn ich nicht dran bin, darf ich nicht swappen. Also das ist da schon ein bisschen besser geregelt und ich habe eigentlich viele Runden gespielt, in denen das Spiel gut ankam, eben weil man entsprechend seine eigenen Skills halt Punkte für die verschiedenen Kategorien bekommt, wobei man da, wie gesagt, Pech haben kann. Es kann halt sein, dass ich Design und Mode und Architektur bekomme und die beiden Fragen traditionell auf Slot 1 und 2 lege und dann irgendwie Film und Sport auf 3 und 4 lege und ich bei Film und Sport Fragen bekomme, wo ich keinen Plan habe, weil ich noch nie was davon gehört habe und bei Design und Mode und Architektur, Design und Mode vielleicht, wie heißt der Sportartikelhersteller mit den drei Streifen? Und sage ich auch, klar, Adidas weiß doch jeder und bei Architektur, wie heißt irgendwie das Wahrzeichen Paris, das ehemals ein Funkturm war, denke ich auch, okay, das ist irgendwie Eiffelturm, weiß man auch und dann denkt man sich, okay, wenn das immer so Fragen in der Richtung sind, dann lege ich vielleicht Architektur auch mal ein bisschen höher und beim nächsten Mal kommen da wieder irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Bauwerken, irgendwelchen Städten, von denen man noch nie gehört hat, vielleicht wenn man da mal Tourist war. Das muss man eben einfach wissen, das muss man in Kauf nehmen, muss man Spaß dran haben, das eben auch wirklich so als kurzweiligen Gag ansehen. Ich meine, Quizspiele sollte man, wenn man nicht irgendwo im Fernsehen ist und ein Geld spielt, auch nicht allzu ernst nehmen, weil die Bandbreite gerade bei 3000 Fragen halt wirklich weit gefächert ist. Es ist schon für mich wirklich auch eine gute Alternative zu Trivial Pursuit, was ich persönlich gar nicht so sehr mag. Dann spiele ich lieber ein Besserwisser, weil es eben auch nicht so ewig lange dauert. Da kann so ein Trivial Pursuit auf jeden Fall schon ja deutlich länger dauern und dann auch irgendwann richtig nerven. Es gibt mittlerweile
zahlreiche andere Quizspiele, wo ich auch auf meinem Kanal immer wieder Videos mache, entweder zu den Quizspielen selbst oder auch halt so eine Übersicht, welche Quizspiele sind im aktuellen Jahrgang rausgekommen. Da könnt ihr auch gerne reingucken, wenn ihr Alternativen sucht, wenn ihr aber sagt, nee, soll schon was so ein bisschen Richtung Trivial Pursuit sein, nur vielleicht mit ein bisschen anderen Mechaniken, ein bisschen schneller, auch eben diese Interaktivität, dass man wirklich auch versuchen kann, jemanden auszubremsen, dann könnte Besserwisser für euch ein tolles Spiel sein. Jetzt habt ihr mal so einen Überblick davon bekommen. Wenn euch noch mehr bei den Fragen interessiert, wenn ihr wissen wollt, ne, was sind das für Fragen, welche Richtung gehen die? Ich werde jetzt noch mal so 4-5 Karten in die Kamera halten, einblenden, eine Pausenmusik. Dann könnt ihr einfach auf Stopp drücken, euch die halt mal angucken, durchlesen, wenn ihr wollt oder auch nicht. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert auch sehr gerne den Kanal. Das war es dann von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.